Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir starten jetzt eine weitere verdeckte Aktion in das Feuer. Wir haben die Jägereinheit bis zu ihrem Versteck verfolgt, aber wir müssen noch einen Weg hineinfinden. Auf diesen Einsatz können wir nur unsere stärksten Krieger schicken, denn er zählt zu den gefährlichsten Aktionen, die wir je gemeinsam unternommen haben. Wenn er erledigt ist, kann sich Fall-il-Nailor nirgends mehr vor unserer Rache verstecken. Ja, wir haben hier eine Warnung, dass wir eventuell in einen Hinterhalt geraten. Und wir werden mitschicken den Mox. Ja, der macht hier mit. Er hebt das Risiko auf Soldat verwundet. Wir haben hier einen Ranger. Der bekommt als Belohnung dann noch Mobilität plus 1. Er hat übrigens das Katana dabei. Von der ersten Auserwählten, die wir erledigt haben. Und wir haben dabei einen Spezialisten, einen Private. Und der hat ein Medikit dabei. Los geht's. Aktion starten. Der Befehl ist eindeutig und wir werden ihn ausführen. Hier weiter Kontakte herstellen. Damit rechnen, dass ich irgendwann auf ihre Freunde losgehe, Commander. Ich kann schlecht zulassen, dass sie überall von ihren Taten erzählen. Nicht wahr? Ja, die Vorratseinnahmen in der Gegend wurden gesenkt. Commander, die Auserwählten jagen uns unablässig, um sie in ihre Gewalt zu bringen und damit Angst und Schrecken beim Widerstand zu verbreiten. Wir müssen sie genau beobachten, denn sie sammeln immer mehr Informationen über unsere Pläne. Ja, und jetzt sind sie auch noch wachsamer. Wir haben es schwerer, sie unvorbereitet zu treffen. Commander, wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Teigen, die Verbindung trennen. So. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Neues Ziel hinzugefügt. Entschlüssele die Codex-Daten. Schließe das verschlüsselte Codex-Daten-Schattenprojekt ab. Ich habe unsere neuesten Einsatzziele aktualisiert, Commander. Auf dem Feld tritt der Codex als anormale Form im ständigen Fluss auf, die scheinbar immer nur wenige Millisekunden in unserer Welt präsent ist. Er war jedoch offensichtlich nicht immun gegen die Wirkung konventioneller Waffen und hat sich aufgelöst, bevor er dieses Objekt zurückließ.
Okay, ihr müsst auf Pause drücken, um es euch durchzulesen. Weiter geht's. So, entweder in der Forschung weitermachen. Voran, Commander. Okay, für den Einrichtungshinweis haben wir nicht genug Informationen. Elerium wäre halt auch gut für... Für noch bessere Waffen. Aber 12 Tage würde uns halt hier zurückwerfen. Wir erforschen Elerium. Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Achso, Kristallinautopsie noch nicht abgeschlossen. 3 Tage. Ja, mach das ruhig. Okay. Outrider noch 6 Tage müde. Und Mox noch 6 Tage in verdeckter Aktion. Das passt doch wunderbar. Neues Ziel hinzugefügt. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. Ich habe die Position markiert, die Shen dem Kodex entnommen hat, Commander. Sie befindet sich in einer entlegenen Region draußen im Wald, weit weg von bewohnten Gebieten. Wir müssen den lokalen Widerstand kontaktieren, um sie uns genauer anzusehen. Ja, also erstmal die Kontakte erstellen. Habe ich Sie nicht davor gewarnt, nach den Artefakten der Ältesten zu streben? Sie lassen mir keine Wahl. Ihre Soldaten müssen den Preis dafür bezahlen. Also hier noch ein Tag. Düsteres Ereignis abgeschlossen, Viper-Geschosse. Den Jäger der Ältesten lokalisiert. Er ist in dieser Region aktiv, Commander. Okay, neue Einnahmen. 90 Vorräte. Neue regionale Kontakte gefunden. Neuer Bonus erhalten. Munitionsexperten. Experimentelle Munitionsprojekte werden im Testbereich sofort abgeschlossen. Okay. Auch weil wir hier einen Relay haben. So, wir könnten jetzt hier die Alien-Einrichtung angreifen. Erschaffen wir uns einmal einen Überblick. Wir haben einen Grenadier, Scharfschützen, Spezialisten, Ranger. Das sieht doch schon gut aus. Dann könnten wir den Templer mitnehmen. Die Tatsache, dass wir einem weiteren Satz von Koordinaten mitten ins Nichts folgen, bereitet mir Unbehagen. Beim letzten Mal hat uns das, was wir gefunden haben, auch nicht gefallen. Wildnis hin oder her, die Aliens könnten dort einen Hinterhalt oder Schlimmeres vorbereitet haben. Unsere Truppen werden kampfbereit sein, auch wenn ich mir mehr Informationen wünschte. Ja, gehen wir es an. Also, warum gehen wir das hier an, aber das da oben nicht? Das hier gehen wir jetzt nicht an, weil da haben wir nur eine Chance.
Und das Problem haben wir hier halt nicht. Sabotiere die Alien-Einrichtung, um halt beim Avatar-Projekt, um sie dort zurückzuwerfen. Entdeckte Feinde, schwerer Mech. Elite-Soldat, Elite-Schildträger, Sektoport. Okay, also auf jeden Fall schwere Waffen mitnehmen für den Mech. Nur 7 Gegner. Aber da kommen mit Sicherheit dann auch Verstärkungen. So. Ja, die sind alle schon im Einsatz. Dann nehmen wir... Achso, 2 Scharfschützen sind aktuell im Einsatz. Wie sieht es denn mit den Kameradschaften aus? Ja, das sieht bei den Scharfschützen schlecht aus mit der Kameradschaft. Hat er uns jetzt hier 3 Scharfschützen reingepackt? Okay. Wir nehmen Apex mit, weil er ist überhaupt gar nicht müde. So. Overdrive ist okay. Und du gehst raus. Dann möchten wir natürlich einen Ranger mitnehmen. Und da haben wir auch die Kameradschaft. Mit Koslova, ja. Die 2, deswegen wird das ja auch gehighlightet. Dann den Templar. Von mir aus gerne noch ein 2. Grenadier, wenn da schon ein schwerer Mech angekündigt wird. Einmal alles freigeben. Dann fangen wir an mit dem Scharfschützen. Erhöhte Zielsicherheit plus 15%, jawohl. Und Schlangenanzug. Und verbesserter Schattenhüter, jawohl. So. Dann Ranger. Ranger-Anzug. Durch Splitterkanone. Nee, Moment. Arashi natürlich. Wahnsinn. Und die Fusionsachs. Raketenwerfer, jawohl. Und Imitationsgerät. Eine Kampfmaschine. Sehr gut. Dann haben wir unseren Templar. Okay, nimm ruhig die Schultergranate. Annäherungsmine könnt ihr auch mitnehmen.
Das Werfen einer Annäherungsmine beendet nicht die Verborgenheit eines Soldaten. Na. Also wenn du die Annäherungsmine mitnimmst, weil du ja auch die Spezialität hast, in die Verborgenheit zu gehen. Und Schock nimmt das Imitationsgerät mit. Das ist doch eine ganz gute Kombination. So, da haben wir unsere zwei Grenadiere. Und wir haben noch zwei Exo-Anzüge. Schredderkanone. Postbombe. Der nächste Exo-Anzug. Raketenwerfer. Zwei Splittergranaten, okay. Wir könnten noch einen Spinnenanzug ausrüsten für einen weiteren Kletterhaken. Das ist okay. Was fehlt ist eine Sache fehlt auf jeden Fall, und zwar unsere Aufklärungssonde. Hat die Mox gehabt. Hat die Mox. Gefechtsscanner, wir haben genug Vorräte für einen weiteren. Ja. Wichtig. Kann ruhig der Scharfschütze nehmen, da haben wir eine extreme Reichweite mit. Bisschen ungewöhnlich, weil er meistens weit hinten steht. Aber jetzt hier eine Granate wegnehmen. Ja, okay. Nee, die Grenadiere, die bleiben bei ihren Granaten. Okay. Dann machen wir das so. Ja, sieht gut aus. Auf geht's. Eingesetzt. In Position für den Einsatz. Uns wurde die Position einer Alien-Einrichtung bestätigt, die in dieser Region Forschungen für das Avatar-Projekt durchführt. Es wird einen taktischen Angriff geben. Platzieren Sie die X4-Ladungen bei der angegebenen Position. Wenn Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Entfernung und legen Sie das Ding in Schutt und Asche. Auf geht's!
NS-1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X-4-Ladungen. Der Trupp ist verborgen. Na gut, dann wollen wir mal. Jetzt haben wir leider keinen Outrider dabei. Ja, aber wir haben hier unseren Ranger. Wie weit ist das Ziel entfernt? Na okay. Und ohne Verstärkung wurden 7 Gegner prognostiziert von der Schattenkammer. Geh ruhig mal dahin. Bin unterwegs. Spock. Jetzt halt schon wieder Spock. Chocker ist der Gute. Für den Widerstand. Okay. Also hier haben wir es auch noch mit einem Höhenunterschied zu tun. Geh ruhig mal dorthin. Ja, Commander. Sie patrouillieren durch dieses Gebiet. Wow. Das war knapp. Das sind krasse Gegner. Hey, wir haben wieder von Advent einen Einheit dabei. Liche Lanzenträger. Betäubungslanze. Ah, kein Ziel verfügbar, okay. Das ist natürlich wieder Luxus hier. Ach, das ruhig mal. Prozent auf den Hinterrand. Wenn der vorher mit einem Raketenwerfer angegriffen wird, dann würden die 100% wahrscheinlich schon ausreichen für den. Bei dem Trupp ist halt jetzt das Problem, wenn die von uns weg patrouillieren, haben wir hier jetzt eigentlich schon eine ganz gute Ausgangslage. Ja. Das wäre schon ein sehr gut investierter Raketenwerfer. Problem. Schock hat keine Aktion mehr. Also müssten die richtig aufräumen, sonst wird das schmerzlich. Hier hätten wir auch noch einmal Kletterhaken. Dann hätten wir danach noch 2 Aktionen. Also könnten auch nach vorne laufen, ja, dann noch angreifen. Mit Höhenvorteil. Gar nicht mal so schlecht. Und hier hätten wir auch noch einen Raketenwerfer, beziehungsweise 3 Granaten. Mal rein. Ja, das mit den Granaten, mit den Raketen gefällt mir schon sehr gut.
sind halt keine Nahkämpfer. Also die würden auf unsere Einheiten ja auch mit Raketen schießen, mit normalen Wehren schießen. Also die Annäherungsmine würde hier halt in dem Fall wenig Sinn machen. Ich tendiere dazu, den Raketenwerfer von hier einzusetzen und dann eventuell, wenn die Gegner sich nach vorne bewegen, dann hier nochmal mit dem Granatwerfer. Dann haben wir hier, wir müssen sehen, wie die sich bewegen, und ich möchte in der Runde schon anfangen. Ja. Dann haben wir hier hinten noch Overdrive. Das wäre die Idee gewesen, hier mit dem Kletterhaken noch nach oben zu gehen. Finde ich gar nicht schlecht. Also jetzt Raketenwerfer einsetzen. Einmal so. Das wird eine Überraschung! Sie haben uns! Okay. Jetzt schauen wir mal uns den Granatenwerfer an. Da könnten wir hier die Deckung wegnehmen. Jetzt keine Deckung mehr. Allerdings wird der schwere Mech nicht getroffen. Das ist halt, das wäre schon schade. Und wenn wir den Raketenwerfer einsetzen würden. Starke Investition, Leute. Für den ersten SWAT 2 Raketenwerfer eingesetzt. Das wäre schon echt heftig. Gehen wir ruhig nach vorne. Prozent auf den großen. 6 bis 8 Schaden, das ist schon echt gut. Wenn wir hier, also können die rausnehmen mit dem Raketenwerfer, wäre es kein Problem. Dann hätten wir die beiden soweit angesoftet, dass wir mit ihr und hier mit Konfrontation, da hätten wir sie alle rausgenommen. Wenn auch noch, wir schieben den Scharfschützen mal nach vorne. Wechselposition. Zum Glück sind die in Pistolenreichweite, Leute, sonst wäre das jetzt nicht aufgegangen. Wir hätten halt noch blitzschnelle Hände auch noch. Mit 100% hinten. Ich überlege halt gerade, ob wir uns den Einsatz einer schweren Waffe sparen können. D
der erreicht nichts. Den können wir einfach mal... Ja, Zielvorschau, der schafft da gar nichts. Da muss ich einmal da hinlaufen. So, und Hurricane. Ja. Die Vorschau überall leer. Der reicht also auch nichts. Wenn wir jetzt nur den Granatenwerfer und die Granate abfeuern würden, dann würde Konfrontation reichen. Wenn sie 3 Schaden machen würde, wären nur 2 Balken weg. Aber Konfrontation würde ausreichen, ja. Für die 2, ja. Und für den da hinten muss man jetzt mal ausrechnen. Den Angriff von unserer Spezialistin plus den Pistolenschuss Konfrontation. Da haben wir eventuell nur 6, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 weg. Und dann hätte der immer noch die 6 und dann also 7. 1, 2, 3, 4, 5 weg, ja. Müssen wir noch 7 Schaden machen. Und Konfrontation macht mindestens 4. Das heißt, wenn blitzschnelle Hände trifft, das reicht doch. Blitzschnelle Hände hier. Abgeprallt. Ja, dann haben wir Konfrontation. Immer die Rüstung berücksichtigen. 3. 1, 2, 3. Und dann haben wir... Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen 7 Schaden machen. Also hier haben wir eine 2/3 Chance. Und hier haben wir eine 50% Chance. Dass wir dann 5 Schaden machen. Also entweder er muss 5 Schaden machen oder sie muss 7 Schaden machen. Richtig? Ne, wenn er 5 Schaden macht, dann hätten wir hier schon 4 weg. Und dann würden wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 reichen. Ja, okay. Doch. Zu einem Sechstel würde es nicht gehen. Ja. So. Und hier vorne müssen wir uns da irgendwelche Sorgen machen. 3 bis 4. 2 Schaden. Rüstung weg. Dann bleiben 4 übrig, das heißt, das klappt ja. Ja, es kommt jetzt auch noch auf die Reihenfolge an. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall mit ihr hinten angreifen. Das machen wir auf jeden Fall. So, wenn sie 7 Schaden macht, dann können wir die Granate abfeuern und die Rakete sparen.
Ihr seht das Problem. Ihr seht das Problem. Also wir müssen die Rakete einsetzen, um sicher zu sein. Wir können jetzt keine 50% riskieren, dass er hier eine Rakete auf uns feuert, da hinten der Große. Also, und Hurricane kann uns auch nicht helfen. Viel zu weit weg. Schattenfall. Ist Schattenfall eine Aktion? Ist Schattenfall eine Aktion? Schattenfall ist keine Aktion, oder? Eieieiei. Ja, egal, wir feuern jetzt die Rakete ab. So. Das wird eine Überraschung. Dann haben wir keine Rüstung mehr. Keine Deckung mehr. Oh, 85. Ja. Los geht's. Die sind Geschichte. Ja, unerbittlich, aber nur, um sich noch fortzubewegen. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Unter großem Einsatz. Ja, zwei Raketen sind nicht mehr verfügbar. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye, bye.